Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Enlisted Show. Wir spielen nicht Krieg der Sterne, Arschfresse! Spielen wir doch. Guten Tag, es gibt mal wieder ein paar kleinere News zu Enlisted. Und zwar gibt es wieder Twitch Drops dieses Wochenende. Vom 1. April bis zum 11. April. Müsst ihr einfach nur irgendjemanden zugucken. Ich verlinke da mal einen Kanal unten in der Videobeschreibung, der streamt 24/7 einfach Enlisted. Das kann man im Hintergrund laufen lassen ohne Probleme. So kassiere ich immer meine Drops ab. Ich lasse das immer 24/7 laufen bei dem Typen und dann übers Handy hole ich mir dann die Drops immer ab. Weil wenn man die nicht abholt, dann hat man halt das Problem, dass das nicht weiterläuft. Dadurch kriegt man dann Bronze-Order, Silber-Order, dann kriegt man ein Ticket für eine P08 Luger Platinum und eine goldene C96 Pistole. Von den Tickets von den letzten Twitch-Drops habe ich, glaube ich, sogar noch welche. Muss ich mal schauen. Dann gibt es einen T70-Skin, was jetzt ein bisschen dämlich ist, weil T70, den benutzt eigentlich niemand, außer die Leute, die gerade erst angefangen haben in Stalingrad. Und dann gibt es noch zwei Soldaten. Einmal den König und den Zaitsev. Keine Ahnung, was das jetzt genau für Soldaten sind. Aber die Soldaten benutze ich eben meistens nicht. Also diese Goldsoldaten, da habe ich auch noch 3-4 Tickets übrig irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie vergesse ich das immer, die einzulösen. Aber ist halt geschenktes Zeug und vielleicht kommen danach nochmal Twitch-Drops mit irgendwas Sinnvollem. Das mit diesen Waffenskins, was am 1. April, also gestern gepostet wurde, das sollte eigentlich eben klar sein, dass das nur Verarsche war mit dem bunten Glitzer-Scheißdreck, wobei ich sagen muss, das FG42 sah halt schon cool aus. Bis dann gab es noch ein kleines Update. Was heißt klein, da wurden halt einige Sachen gefixt, kurz nachdem Stalingrad live gegangen ist. Da war jetzt für mich nichts so Relevantes dabei, außer dass die Zeit für diesen Bomber-Strike vom Funker von 8 Minuten auf 4 Minuten gesenkt wurde. Das ist ganz cool, weil so OP ist dieser Bomber, die Bomberstaffel jetzt eigentlich nicht. Aber der Funker kriegt dann extra mal ein Video. Das war eigentlich schon länger geplant, dass ich Videos zu den einzelnen Trupps mache, aber dass sich halt ständig Sachen geändert haben, habe ich da jetzt erstmal abgewartet. Aber jetzt, denke ich mal, wird der Funker so schnell nichts Neues dazukriegen, weil ich finde die Klasse jetzt eigentlich recht gut gemacht. Und dann kann man da mal drauf eingehen. Das Neueste, und das sieht man jetzt auch schon im Hintergrund, und zwar geht's auf den Mond. Yuri Gagarin und seine Freunde gegen die Space-Nazis. Normal, also die Warfunder-Spieler wissen es ja schon, normal droppt ja am 1. April immer irgendein Event, was komplett irgendwie aus dem Rahmen schießt. Und meistens war es halt im Warfunder immer ein Test für zukünftige Sachen. So hat es damals im Warfunder angefangen mit den, da gab es einen Apache und dann die modernen Panzer und irgendwann später sind die modernen Panzer ins Spiel gekommen. Was mir das jetzt hier mit den mit dem Mondzeug sagen soll, weiß ich nicht. Man sieht, die Deutschen, die haben einen E-100 als Panzer. Die Russen haben dieses Objekt 279. Keine Ahnung, ich blende es hier mal ein. Diesen Panzer, der damals gebaut wurde, um einen Atomangriff zu überstehen. Aber der sieht schon aus wie so ein Mondpanzer mit seinen 4 Ketten. Also von daher passt das eigentlich ganz gut zusammen. Auf diesem Bild sieht man im Hintergrund noch einen T-95 oder T-90, keine Ahnung, diesen Super Heavy Tank von den Amis. Ich weiß nicht, ob das Ganze jetzt vielleicht eine Ankündigung sein soll, dass Super Heavy Tanks ins Spiel kommen. Ich hoffe es einfach mal nicht. Also sie sind ja jetzt nicht wirklich, sind halt nur diese Fahrzeugmodelle, sie sind halt nicht wirklich gut umgesetzt. Die schießen halt auch mit irgendwelchen Plasmakanonen, keine Ahnung, und fahren sich wie ein Stück Scheiße. Und ich wüsste jetzt auch nicht genau, was Super Heavy Tanks im Spiel zu suchen hätten haben sollen. Der E-100 sowieso nicht, Maus auch nicht. T-95 dann vielleicht schon eher. Ein Jagdtiger wäre halt eine Idee, aber sonst, keine Ahnung, wüsste jetzt nicht, ob das halt wirklich einen Mehrwert bietet, weil du kommst mit dem Ding nicht voran und wirst halt von allem jeden aus dem Leben geprügelt. Wobei ich jetzt ein paar Runden gespielt habe und mit dem E-100 mit Sprengpaketen halt echt Probleme hatte. An sich nach ein paar Runden, das ist ganz witzig jetzt da ohne Schwerkraft irgendwie rumzuballern mit irgendwelchen Flammenwerfer und Plasmawerfern und leck mich am Arsch. Aber jetzt so ganz mein Ding ist das jetzt nicht wirklich. Das ist halt jetzt der perfekte Spielmodus für diese kleinen bunnyhoppenden scheiß Fortnite-Kiddies da, die einem immer auf den Sack gehen. Wenn sie mit ihrem MGs bunnyhoppend um die Ecke kommen und alles wegsprayen, was jetzt Gott sei Dank nach dem MG-Nerf nicht mehr möglich ist. Wobei das vielleicht ein bisschen zu krass ist. Aber jetzt werden die MGs wenigstens so eingesetzt, wie es auch gehört. Weil dieses Rumgehüpfe, das soll zwar auch noch gefixt werden, aber das ist, geht halt. Also mir geht's auf den Sack zum Beispiel. Wenn du alle Soldaten nur noch rumspringen siehst, ist ja nicht nur mit MGs, auch mit Repetierern oder so. Keine Ahnung, da wird nur rumgehüpft. Wie gesagt, im Hintergrund sieht man jetzt ein bisschen Gameplay davon.
Aber was genau uns das jetzt sagen soll, weiß ich nicht genau. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr am 1. April, ob da dieses Modern-Event war oder ob das zwischendurch mal kam. Das war auf jeden Fall richtig geil gemacht. Habe ich auch noch ein paar alte Gameplays rumliegen. Also falls einer sehen will, wie ich da mit einem Barrett rumnoobe, dann ja, lasst es mich wissen. Aber das Event, das geht jetzt auch noch bis zum 5. April. Man schaltet dadurch auch nichts frei, so wie ich es jetzt gesehen habe, glaube ich. Muss ich nochmal gucken. Habe ich jetzt mal nichts gefunden. Also ist das einfach nur just for fun. Wie gesagt, man kann mal reingucken, wenn man Bock drauf hat. Ein, zwei Ründchen spielen. Ist an sich schon ganz lustig, aber mein Fall ist es jetzt nicht. Ich werde dann jetzt erstmal meine P40 freizocken. An sich wäre es das jetzt auch mit den News. Das waren jetzt nur ein paar Kleinigkeiten. Hauptsächlich das mit den Twitch-Drops, wollte ich eigentlich sagen. Weil das ist halt immer kostenloser Stuff, den man einfach mitnehmen kann. Man muss halt seinen Gaijin-Account dann mit Twitch verlinken, aber das ist halt auch keine Kunst. Das ist eigentlich überall gut beschrieben. Und den Kanal von dem Typen, den packe ich euch in die Beschreibung. Der freut sich über ein paar Zuschauer und ich freue mich immer, dass der das 24/7 laufen lässt und ich die Drops so farmen kann. Wahrscheinlich kommt dann später noch ein Video zum KV oder zur P40. Muss ich mal schauen. Ansonsten wünsche ich noch einen angenehmen Tag.